Das ist Schütze TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it! Viele meiner Freunde haben mir schon gesagt, dass ich ein Wunder gemacht habe in sechs Stunden nach Unterschied. Ich habe Winterthur schon gerettet. Spaß auf Seite ist nicht gut für die Liga, ist auch nicht gut für ganze Schweizer Fußball. Das fünfte Mal in den letzten sechs Jahren, dass es gibt Vereine, sie haben diese Probleme. Aber leider ist so und wir müssen jetzt daran arbeiten, dass das Winterthur gute Leistung trotzdem bringt. Aber wir müssen aufpassen. Wurde das gesagt, aber es ist noch nicht offiziell. Bis Ende Februar, sie können noch eine Lizenz machen, deswegen wir müssen aufpassen, aber auch trotzdem für uns, unser Ziel ist immer 100% auf Platz zu gehen und die Spiele zu gewinnen. Aber ist schon eine komische Situation, wenn man so etwas erlebt. Da kommt ja plötzlich ein ganz neues Saisonziel, oder? Die Ziele bleiben gleich. Wir müssen auf Platz 100% geben, 100% wie vorher trainieren und alle Spiele gewinnen. Oliver, Sie haben gesagt, sportliche Gründe haben für den Wechsel gesprochen. Jetzt ist aber in der Zwischenzeit noch etwas passiert. Wie hast du reagiert, als wir gehört haben, dass Wohle sich zurückzieht? Ja, in der Tat ist es so, dass die Mitteilung gestern rausgekommen ist, dass Wohle sich zurückzieht. Ich nehme das mit gemischten Gefühlen auf. Also einerseits natürlich, dass ich mich recht darüber geärgert habe, dass es so ist, dass der Entscheid so getroffen wurde, vor allem zu dem Zeitpunkt, weil das nimmt natürlich Spannung. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, ich will dem nicht zu viel Gewicht geben, weil Fakt ist, dass am 1. März die Lizenz gab, erst erfolgt. Und bis dahin kann viel passieren. Wir sehen das im Fußball. Im Fußball gibt es schnell viele Änderungen. Aber wir müssen natürlich unsere Arbeit machen. Die ist auf dem Platz. Wir müssen punkten. Wir wollen eine bessere Rückrunde spielen, als wir sie in der Vorrunde gemacht haben. Und wir haben etwas zu verweisen. Wir haben den Fans etwas zurückgegeben. Wir haben dem Club, dem Umfeld etwas zurückzugeben. Und wir stehen in der Pflicht. Und von dem her wir müssen einfach unsere Arbeit machen, unabhängig davon, was noch etwas anderes passiert. Aber jetzt Hand aufs Herz, wenn ihr das von Wohle gewusst hättet, hättet ihr dann gleich entschieden? Ja gut, es ist ja so. Ich sage immer, die Entscheidungen sind an einem Tag getroffen worden, wo wir das Wissen hatten von damals. Und wir haben uns hier so entschieden, weil wir es für richtig erachtet haben. Zu dem müssen wir heute auch stehen, zu dem stimmen wir auch. Folgerichtig fiel kurz vor der Pause das 1:0 für die Gäste. Weiter Pass von Scher auf Berta, Flanke auf Bordoli, Tor 0:1. Und auch beim nächsten Tor ließ sich das Spiel mit der Zahl 2 fortsetzen. Denn wieder nur zwei Minuten später bereitete Cesar zum zweiten Mal ein Tor vor, Bordoli 0:4. Zu guter Letzt traf dann auch noch Bordoli ein zweites Mal gut, Spiel verlor gegen Bellinzona 1:5. Livio Bordoli, Chiassos Trainer mit FCB-Vergangenheit als Spieler, ist höchst besorgt. 19:53 Uhr, der Schlusspfiff im Stadion Gurzelen in Biel. Jetzt ist es amtlich. Erstmals seit 13 Jahren steht Lugano wieder in der höchsten Spielklasse. Das macht mir große Freude, dass ich als Tessiner Lugano in die höchste Spielklasse führen konnte. Ich bedanke mich bei all meinen Spielern. Das ist eine außergewöhnliche Gruppe, die den Weg bis ganz nach oben zusammengegangen ist. Ich selber habe das noch nicht begriffen, was wir da realisiert haben. Also er hat sowohl ein bisschen den Abstiegskampf kennt, wie den Umgang mit den Jungen und natürlich auch den Erfolg kennt. Oder? Und das sind verschiedene Faktoren, die sicher für ihn sprechen. Ja. Sie kennen ja Winterthur von der anderen Seite, von der gegnerischen Bank. Welchen Eindruck haben Sie? Das war immer schwer zu kommen und zu gewinnen. Aber es war immer Spaß, weil in Challenges gibt es nicht so viele Stadien, wo es gibt so viele Zuschauer, auch gute Zuschauer, weil immer korrekte Zuschauer. Und wenn man kommt hier und man spielt vor 3.000, 4.000 Zuschauern,
Das macht auch Spaß für die Spieler, auch für den Trainer und vor eine gewisse Kulisse. Heute das erste Training, viel Regen, kalt. Und was haben Sie sonst noch gesehen? Ich habe gesehen, eine Mannschaft, die viel will etwas erreichen. Sie wissen, sie müssen zurückgeben an diese Zuschauer, an diesen Verein. Und ich glaube, ich habe wirklich eine gute Truppe. Sie haben gut trainiert und sie wollen etwas gut machen.